Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Versuchen wir doch mal die, etwas auffälligere Taktik. Reinreiten. Wirklich schnell runterspringen, gucken, wo das dann ist. Apropos gucken, wo das denn ist. Okay. Da hinten irgendwo. Zu A müssen wir. Hier hat jemand ordentlich gewütet. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Komm her, du Weichei! Was? Hier? Bitte mal hüpfen. Ich glaube, hier müssen wir untersuchen. Hier sind richtig viele Gegner. Aua. Nicht hauen, bitte. Es wäre ganz schön, wenn ich mal mich ein wenig bewegen könnte. Hör doch auf anzugreifen. Ich will nicht angreifen. Ich will nicht kämpfen. Das Kämpfen funktioniert gerade gegen Mengen. Ist in dem Spiel eine absolute Katastrophe. Mehr als zwei Gegner kannst du halt echt knicken. Das hätten sie leider ein bisschen besser zusammenbasteln können. Naja, ich glaube reinrennen, abhauen ist das Sinnvollste. Es sind echt sau viele Banditen hier drin. Mal gucken. Ja. Der halt überall noch hängen bleibt, der Herr Heinrich, beziehungsweise das Pferd. Das ist leider auch nicht so praktisch. So, hier irgendwo. Ich schlag dich ab! Geht bitte aus dem Kampfmodus raus. Ich will doch nicht kämpfen. Einfach mal Spaß haben. Oh je, hat das wehgetan? Ich habe auch irgendwie gar keine Waffen, wie mir gerade auffällt. Ne? Obwohl, der hätte halt keine Rüstung an. Zumindest nicht wirklich. Ja, es reicht aber. Absolut null Chancen. Ich dachte, ich habe es einigermaßen mittlerweile drauf mit dem Kampfsystem. Scheinbar ist das nicht der Fall. Ich glaube, wegschießen kann ich halt auch knicken. Hier hat jemand ordentlich gewütet. Wenn ich mich hinten rum irgendwie. Kann mich vielleicht hinschleichen. Da kann ich leider nirgendwo durch. Aber vielleicht kann ich hier hoch. Heinrich, geh da bitte hoch. Da ist jemand. Was ist das? Nix. Wer ist da? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Heinrich, würdest du bitte mal deine Waffe ziehen, wenn ich diese Taste drücke, die eigentlich eine Waffe ziehen sollte? Alter, dieses Spiel manchmal, es ist echt eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Also dieses Kampfsystem, ich sag's immer wieder, es ist echt Mist. Es ist richtiger Mist. Ich hasse es wie die Pest. So ein schönes Spiel und so ein beschissenes Kampfsystem.
Ach, schade. Ja, aber wie gesagt, das bestätigt halt mal wieder meine Ansicht, dass zu viel Realismus einfach dem Spiel schadet. Und es langsam und schwierig und beziehungsweise, ja, träge macht. Ich glaube, die... Alter, bleib doch bitte nicht überall hängen, Heinrich. Ich habe so das Gefühl, groß und ganzen könnte das vielleicht funktionieren. Dass wir hinten erstmal hingehen und so nach und nach einzelne Gegner ausschalten. Anders wird das halt nichts. Ich bin hier echt nur am Spattenmashing, um hier irgendwie rüber zu kommen. So, jetzt zieht er wenigstens mal sein Schwert, sehr gut. Hast du überhaupt einen... Scheinbar hast du gar keinen Bogen ausgerüstet. Nö. Warum nicht? Was ist das? Nix. Nur der Heinrich mit dem Bogen. Na komm, ich speichere mal gerade hier ab. Eventuell bringt das ja noch was. Noch sind wir nicht im Kampf. Fast. Komm bitte zurück. Eigentlich hätte er treffen können. Was sagt man da? Naja, das Kampfsystem ist halt echt Mist. Na komm. Du bist alleine? So klappt das mit diesen meisterhaften Schlägen nicht so wirklich. Du gehörst mir. Mir. Hey, wer ist das? Jetzt hat's geklappt. Gut. Einer weniger. Oh. Ich glaube, dich sollten wir mal schnell zerlegen, bevor du eine Waffe oder irgendwas ziehst. So, dummerweise habe ich einen hinter mir. Jetzt nicht mehr. Was ist los? Komm schon! Ja, hör doch mal auf, mich die ganze Zeit anzugreifen. Aha. Die Herren? Das gleiche Gräser kommen, was? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Wer hast du mich drauf? Ich glaube, der kommt auf die gleiche Idee gerade. Fast. Na komm, der hat doch getroffen. Ja, ich kann sogar kämpfen. Okay. Dann prügeln wir uns halt doch durch und nutzen halt alle Möglichkeiten, die wir so haben. Dann können wir das Kämpfen noch ein bisschen hochleveln. Das ist ja nicht schlecht. So, kommst du jetzt hergelaufen? Du läufst einfach weg. Ich glaube, du läufst einfach weg. Na, guck mal.
Du hast irgendwas Wertvolles dabei. Die Groschen nehme ich auf jeden Fall mal mit. Rüstungssets, jawohl. Der Kürass ist ein bisschen was wert. Und die Armschienen, den Rest lasse ich mal. Dunkle Fußwickeln. Wäre vielleicht was zum Schleichen später. Ansonsten. Ich glaube, da lohnt sich das nicht so wirklich. Das ist mein Brot dabei. Duellklinge, okay. Ist ja auch nicht verkehrt. Okay, das scheint wahrscheinlich so mehr oder weniger der Anführer gewesen zu sein. Zumindest hast du tolles Zeug mit dabei. Und Pfeile, okay. Mal gucken. Eschenjagdbogen. Ist der besser als das, was wir haben? Nein, leider nicht. Okay, dann ab ins Pferd. Ich glaube, wir verkaufen das dann auch mal. So, Rüstung, zack. Obwohl, das hätte ich behalten können, der wiegt ja nicht viel. Da. Okay, war ja doch noch erfolgreich. Das dürfen, glaube ich, wirklich alle Banditen gewesen sein, soweit. Einer ist halt noch geflohen. Aber ein paar Level haben wir machen können. Ich weiß nicht, wie unglaublich Hunger oder hungrig wir gerade sind. So. Das hier ist in überraschend gutem Zustand. Hier hätten wir also untersuchen müssen. Okay, gut zu wissen. In Ordnung, als nächstes Wenzel. Zufälligerweise nichts hier, wo wir dann unser Zeug verbessern können. Achso, nee, Bogen will ich gerade auch nicht, danke. Einfach erstmal alles wegpacken. Pferdchen bitte. Obwohl, der wird wahrscheinlich pennen. Gut, wo war der Herr Wenzel? Da ist der Stollen. Okay, also Südwesten da unten. Okay, gut. Auf zu B. Ja. Ich muss tatsächlich bei den Kämpfen wirklich ein bisschen mehr mit den... Warte mal, ist Wenzel der Bruder von Theresa eigentlich? Das hatten wir im DLC-Gebiet ja schon. Das ist ja tatsächlich auch hier die Ecke mit den Minen, wenn ich mir das mal so genau anschaue. Können wir da zufälligerweise drin schlafen? Erstmal ist Heinrich müde. Und ich glaube nicht, dass Wenzel jetzt
nachts noch irgendwie großartig rumläuft, aber das sieht leider nicht so aus. Aber gut, dann kommen wir tatsächlich hier, dann haben wir ja ein Full Circle, wie man so schön sagt. Ja. Ja. Mit den DLC-Quests. So, angekommen. Hier sind leider auch keine Betten drin. Ich muss sagen, so schlecht sieht das aber nicht aus, wenn man es mal vergleicht mit dem Angriff. Hat sich ja einigermaßen gemacht. Hier ist ein Bett, sehr schön. Na dann. Pennen wir doch mal bis morgens. Ist ja nicht mehr so lange. So, ein bisschen fitter kann der Heinrich da ja dann auch sein. Und dann ist, denke ich mal, auf jeden Fall irgendwas los. Gut, Wenzel, mal gucken, ob der sich dann keine Ahnung, reuend, wie heißt das Verb, das Adjektiv dazu, reudig zeigt. Reudig? Nee, reudig nicht. Ob er es bereut, so. Ob er Reue zeigt. Reumütig, das war's. So, die sammeln ein Turnier. Oh. Haben wir irgendwo einen Trog zufälligerweise? Ich meine, wir sind ja noch ein bisschen vom Kampf gezeichnet. Hallo Lager. Ja, was zu essen? Bergarbeiter. Dankeschön. Heinrich hat Hunger. Guten Morgen. Was macht eine Frau unter all diesen Männern? Warum sollte ich nicht hier sein? Ich habe genauso viel Schiss wie die Kerle. Ihr alle könntet in Sasa oder Ratai Schutz suchen. Und was, wenn wir auf dem Weg dorthin einer Mörderbande in die Arme laufen? Was dann? Aber das... Außerdem kommen die anderen früher oder später zurück. Die Minen können nicht ewig stillstehen. Und bis dahin harren wir hier aus. Wo ist dein Gatte? Was willst du von ihm? Ich wollte ihn fragen, was hier los ist. Da hast du wohl Pech gehabt. Er ist nämlich in Scarlet zerschlagen worden. Oh, mein Beileid. Danke. Er war ein guter Mann. Tja. Dann wirst du wohl mich fragen müssen. Was ist hier geschehen? Abgesehen davon, dass wir alles verloren haben, vor Angst bibbern und warten, dass die anderen zurückkommen? Ja. Nichts. Warum sagst du das nicht gleich? Warum sollte ich? Du spazierst hier rein und stellst Fragen, als ob dir hier alles gehört. Und kommst nicht mal auf die Idee, dass du hier unerwünscht bist. Aber ich muss... Aber was? Hier hast du echt nichts verloren. Verzeihung, es war nicht so gemeint. Wer weiß. Wie auch immer, hier tut sich nichts. Und wenn irgendeiner was hört, rennen wir und verkriechen uns wie die Karnickel. Ansonsten hocken wir dumm rum. Was machst du hier? Was interessiert dich das? Ich soll mich hier auf Herrn Ratzigs Geheiß umsehen. Ratzig was? Sieh mal einer an. Willst du dir bloß die Mine ansehen? Oder suchst du etwa nach jemandem? Meister Fay verbat mich, das Bergwerk zu inspizieren. Meister am Arsch.
Holzkopf trifft's wohl eher. Die lassen uns hier zurück und scheren sich einen feuchten Dreck um uns. Aber geht's ums Silber, schicken sie gleich wen her. Er nahm vermutlich an, dass alle tot wären oder geflohen sind. Ja, red's dir nur schön. Ein paar sind krepiert in der vergeblichen Hoffnung, dass einer kommt. Hier hast du echt nichts verloren. Das ist ungerecht. Unsere Leute sind überall verstreut. Manche haben weder Nahrung noch Unterschlupf. Und Herr Ratzig tut sein Möglichstes. Um uns schert sich aber keiner. Wir sind uns selbst überlassen. Das liegt daran, dass niemand von euch weiß. Wie auch. Immerhin habt ihr euch so gut versteckt, als wolltet ihr gar nicht gefunden werden. Aber du bist hier. Weil ich jeden gottverdammten Stein umgedreht habe. Ansonsten hätte ich euch auch nicht entdeckt. Möge Gott über dich wachen. Okay, dann. Ja. Schauen wir doch mal weiter. Der nächste. Gott sei mit dir. Was treibt ihr hier? Warum fragst du? Man wird wohl noch fragen dürfen. Was glaubst denn du? Wir verstecken uns und warten, bis die Leute wieder nach Skalitz kommen. Und warum geht ihr nicht nach Sasau oder Tallenberg? Ein paar Jungs haben genau das versucht. Nur kamen die nie zurück. Also warten wir lieber hier. Weshalb bist du hier? Vielleicht, weil ich sonst nirgends hin kann? Ein paar unserer Nachbarn sind in Ratai. Und, geht's denen gut da? Die kommen zurecht. Wir hier auch. Also warum sollten wir um Almosen betteln? Was ist hier geschehen? Sind überfallen worden. Hast du's nicht gehört? Aber das ist Wochen her. Ja und? Bis jetzt kam keiner zurück. Und wir können nicht alles allein richten. Gott behüte dich. Okay, der ist nicht so hilfsbereit. Ihr pennt irgendwie alle? Oh, da ist Wendel. Hi. Lass mich in Ruhe. Will schlafen. Okay. Das ist kein Stehlen, wenn wir da dran gehen. Das Unterhemd wäre gestohlen. Na gut, aber so sinnvoll ist es halt auch nicht. Sattheit. Okay, da brauchen wir noch nichts essen. Charisma auf 6 runter. Na gut, wir haben wahrscheinlich auch ordentlich was abgekriegt im Moment. Obwohl, so dreckig sind die gar. Achso, wahrscheinlich wegen des blutigen Schwertes. Vielleicht mal aufstehen? Ist ja die ganze Zeit nur am Pennen, habe ich den Eindruck. Gut, mit euch habe ich dann auch nicht so viel zu reden, dann gucke ich mich halt noch ein bisschen um hier. Das haben wir gemerkt. Heinrich, hör doch auf, irgendwo Hess zu hängen. Die sind alle nur am Pennen. Penne ich halt auch. Gucken, ob er jetzt wach ist. Ich meine, Schaden kann es ja nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Energie, so langsam. Aber ja, der ist mir doch zu oft weg und zu oft am Rumpennen, der Typ. Aber zumindest haben wir ihn gefunden, das ist ja schon mal was wert. Wäre nur schön, wenn er etwas verfügbarer wäre. Alter Finne.
Nein. Mit Fremden rede ich nicht. Ja, du bist eh am Pennen. Die Frau ist die Einzige, die hier ein bisschen was macht, wie mir scheint. Überhaupt irgendwas macht hier. Komm, steh mal auf, meine Herren. Ah, hätte ich das gewusst, hätte ich... Warte mal. Ich habe ja noch den Speicherstand. Dann machen wir es so einfach so. Dann lade ich einfach den Speicherstand, wo ich hier gerade frisch gepennt habe. Da sitzt er dann noch am Feuer. Hoffe ich dann bei der... Dings auch, wahrscheinlich ist das auch wieder irgendein random Event. Aber dann können wir ja direkt mit ihm reden. So, guten Morgen. Ah, ich glaube, die Konstellation sieht ganz gut aus. Bin ich in Plauderstimmung? Ja, aber trotzdem. Gott sei mit dir. Machen wir es halt so. Was machst du hier? Langsam, Bürschchen. Hier hab ich das Sagen, also stell ich auch die Fragen. Was machst du hier? Willst dir wohl unser Silber unter den Nagel reißen, was? Ich bin auf Geheiß von Herrn Ratzig und Meister Pfeffer hier und soll mich umsehen. Also sag mir, warum bist du nicht bei deinem Lehnsherrn? Was soll ich denn bei dem? Der ist abgehauen und hat uns dem Mordgesindel und dem Hungertod überlassen. Hatten Glück, dass wir Vorräte gefunden haben. Aber er hat viele Leute gerettet. Wie wäre es wohl ausgegangen, wenn er und die Leute geblieben wären? Viele wären krepiert. Einige durchs Schwert, andere durch den Hunger. Und dennoch, dem feinen Herrn ging's doch nur darum, seine eigene Haut zu retten. Ich will nicht streiten, sondern mich bloß hier umsehen. Komm schon, sag mir, was du weißt. Nur einer von den nördlichen Stollen ist offen. Einer von uns steht da Wache. Sag ihm, Wendel schickt dich, dann lässt er dich rein. Alles Gute. Lass mich in Ruhe. Ich möchte mit dir sprechen, Fuhrmann. Bist du immer noch hier? Wenn du hier das Sagen hast, will Meister Pfeffer mit dir sprechen. Er hat eine Menge Fragen an dich. Ha! Fragen, die er mit Hilfe glühender Eisen stellt, während sie die Scheite aufstapeln. Das ist die Strafe für Silberdiebstahl. Hau ab! Du hast wie willst du uns alle dorthin schaffen? Du reichst mir schon. Die anderen sollen ruhig die Beine in die Hand nehmen. Ich bin die Mühe doch gar nicht wert, oder? Wir können uns bestimmt irgendwie einigen. Mit Fremden was meinst du? Nicht. Wenn du das Silber mit mir teilst, vergesse ich vielleicht, euch gesehen zu haben. Ach ja? Du lässt uns für etwas Silber laufen? Bin nicht in Plauderstimmung. Richtig. Ich werde so tun, als hätte ich niemanden gesehen. Also schön. Hier, nimm es. Ich hoffe, wir begegnen uns nie wieder. Lebe wohl. Bin nicht in Plauderstimmung. So, das hat sich doch gelohnt. Alles klar, dann fehlen tatsächlich noch die Minen. Dann reiten wir da mal noch fix hin und gucken uns die in der nächsten Folge mal an. Da bist du. War nämlich, glaube ich, relativ egal, was wir da, also, ob wir ihn laufen lassen oder das Silber nehmen. Ändern können wir, glaube ich, bei ihm doch eh nichts mehr. Und dieser Verhaften an sich können wir ihn halt nicht. Oh. Ja. Ah ja, stimmt, die ganzen Leute von Therese sind ja gestorben. Blöde Verwandtschaft. Halt, was willst du? Wendel schickt mich. Wendel? Aber er weiß doch, wie es dort unten aussieht. Tut er. Und er sagt auch, dass er mich nicht aufhalten wird, wenn ich lebendig begraben werden will. Ich gehe also rein. Na gut. Wenn das so ist, dann geh. Aber wenn dir was passiert, ist das allein deine Schuld. Dessen bin ich mir bewusst. Okay,
dann schauen wir uns da in der nächsten Folge mal um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.